Servus Leute zum neuen Video. Heute mal habe ich mir gedacht, ein bisschen anderes Format, und zwar ein Q&A. Ich habe euch auf Instagram gefragt und also, ja, gesagt, dass ihr einfach mal eure Fragen stellen sollt, die ihr so an mir habt, und die werde ich heute beantworten. Das Ganze wird natürlich wieder von Atlas unterstützt. Wie ihr seht, unbedingt bei Atlas vorbeischauen. Ihr wisst ja, Qualität schadet nie. Dann hier die erste Frage vom Knightrider-YT13. Sollte ich ins Handwerk gehen? Warum? Also erstmal kann man natürlich nicht pauschal sagen, jeder sollte ins Handwerk gehen. Wenn du allgemein nicht interessiert bist, wirklich Sachen zu erschaffen, wirklich oft woanders zu sein, oft wirklich nicht den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, falls das nichts für dich ist, gibt es im Handwerk wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Praktikum zu machen bei verschiedenen Gewerken, mal so drei würde ich dir auf jeden Fall vorschlagen, einfach mal umzuhören, vielleicht auch schon zu sagen, okay, ich arbeite super gerne mit Holz, habe schon in der Schule oder in meiner eigenen Werkstatt gerne gewerkelt, dann bietet sich natürlich sehr was mit Holz an. Falls du sagst, ich arbeite super gerne im Garten sowieso, dann ist es sehr naheliegend, dass du in den Gartenlandschaftsbau gehst. Aber ansonsten würde ich dir auf jeden Fall sagen, das Handwerk meiner Meinung nach eine sehr gute Zukunft hat. Man sieht jetzt auch in Sachen AI und so weiter. Kann schon relativ viel, aber ein Haus bauen ganz so einfach. Diese ganzen handwerklichen Arbeiten geht noch nicht so einfach, und deswegen sehr gute Wahl auf jeden Fall. So, ich versuche, hier sind ja natürlich, kann ich alle Fragen machen, aber ich versuche immer so ein bisschen auch aufzuteilen zwischen, ja, einfach, dass es nicht immer ein Thema ist. Der Heck.Ceniceros. Leute, sucht euch mal bitte einfach einen Namen aus. Ein bisschen schwer, die zu sagen. Hast du eine Freundin? Nee, ich hatte sehr lange eine Freundin. Jetzt nicht mehr. Ich versuche ja immer ein paar so private Einblicke, ein paar private Sachen versuche ich auch zurückzuhalten oder über die ganzen Jahre nicht so zu kommunizieren. Versuche jetzt hier im Q&A so offen wie möglich zu sein zu euren Fragen. Ich habe keine Freundin, bin Single und genieße momentan auf jeden Fall die Zeit. Ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall, aber passt alles soweit. Und nein, ich habe keine Freundin. So, die nächste Frage kommt vom Pit unter den Bulls. Welche Tipps könntest du mir geben als Azubi für Stuckateur und Gipser? Tipps, ich denke, die kann man relativ allgemein fassen, jetzt gar nicht nur auf den Beruf, es gibt schon Stuckateurs, sondern für alle Ausbildungsberufe. Versucht euch da auf jeden Fall reinzuweisen in die Ausbildung. Auf jeden Fall zieht diese Ausbildung durch. Ich weiß, es gibt extrem harte Fälle, keine Ahnung, natürlich Handgreiflichkeiten und so weiter. Ich habe schon Geschichten gehört. Geht natürlich alles nicht, aber ich muss jetzt leider doch diese Phrase raushauen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Konzentriere dich dann wirklich darauf, etwas zu lernen. Nutze diese Mischung aus Schule, übertriebliche Ausbildung und dem Betrieb, dort wirklich das meiste rauszuziehen. Versuche wirklich zu denken, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht mal irgendwo nicht so ganz gut behandelt werde, es gehört dazu. Daraus wirst du meiner Meinung nach ein echter Mann, eine echte Frau, wenn man auch mal Sachen durchzieht. Das Leiden unserer Gesellschaft wird immer weniger, dass man Sachen mal durchzieht, auch wenn es nicht ganz so einfach ist. Deswegen, als Beispiel ist auch, sind wir meiner Meinung nach bei der WM, egal ob Männer oder Frauen, nicht mehr ganz so erfolgreich wie früher, weil wir einfach uns teilweise immer wie Babys benehmen. Und deswegen ist auf jeden Fall mein Tipp, versuch immer lernen, wissbegierig zu sein, zieh das Ding auf jeden Fall durch, und ansonsten kannst du immer gerne mir schreiben und dann versuche ich dir zu helfen. So, dann jetzt hier der R1CNO fragt, wo siehst du unser Handwerk, in Klammern Verputzer, in 10 Jahren? Ist eigentlich sehr, sehr witzig, weil ich jetzt eigentlich genau 10 Jahre jetzt schon auf dem Bau bin. Was crazy ist, dass ich schon 10 Jahre wirklich dabei bin. Hört sich sehr, sehr lange an, fühle ich mich auch sehr, sehr alt. Wenn ich jetzt mal so rückblickend schaue, kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, was hat sich jetzt eigentlich so groß in unserem Gewerk getan in den 10 Jahren? Gar nicht so viel eigentlich. Ich habe
Ja, was soll man wohl sagen? Natürlich gibt es immer wieder Sachen, die sich jetzt neu, meine neue Leibungsplatte oder das und das neue System. Aber die Grundpfeiler, sage ich mal, des Berufs sind relativ ähnlich geworden. Natürlich kommt die Technik in einer gewissen Weise immer mehr dazu in Sachen jetzt. Aber es sind dann eher organisatorische Sachen, meiner Meinung nach, jetzt so Baustellen, Erfassung und so weiter. Ich glaube in 10 Jahren, dass diese Sachen natürlich auch alle mehr werden. Dass natürlich immer neue Systeme kommen, dass jetzt so Sachen wie künstliche Intelligenz, habe ich schon mal angesprochen, natürlich auch in einer gewissen Weise in dem Beruf, vielleicht aber auch eher in diesen organisatorischen Sachen, glaube ich, die handwerklichen Sachen sehe ich, diese ganzen AI und so weiter noch nicht. Deswegen denke ich, dass auch in 10 Jahren neue Sachen dazukommen, aber grundlegend alles noch relativ gleich ist, was man gut oder schlecht finden kann. So, Tesnack fragt, übernimmst du mal die Firma von deinem Vater komplett? Also kurz, hatte ich schon mal erzählt, zur Backstory, mein Großvater hat 1964 die Firma gegründet. Mein Vater hat sie dann übernommen und ich arbeite jetzt seit 10 Jahren in der Firma. Und ja, nee, auf jeden Fall ist es mein Ziel, die Firma zu übernehmen. Da wirklich dabei zu bleiben. Mir gefällt es momentan sehr, sehr gut, wie alles läuft. Die handwerkliche Arbeit im Betrieb hoffentlich oder immer mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen, Sachen zu machen. Auch die ganze Sache wie Social Media und so weiter. Was ich jetzt hier mache, ist ja auch, bin ich ja auch selbstständig. Ja, auch alles Sachen, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr gut lernen kann oder sehr, sehr viel lernen kann, sehr viele neue Leute kennenlernen darf. Oder auch wenn ich andere Firmen berate in Sachen Social Media. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, den Betrieb zu übernehmen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das alles zu seiner Zeit so klappt. So, der ST.Scherk fragt, warum genau Stuckateur und nicht zum Beispiel Maler oder Maurer? Ja, musst du meinen Opa fragen, der 1964 den Betrieb auch gemacht hat und wahrscheinlich ein paar Jahre vorher noch sich entschieden hat, gibt es einen Stuckateur zu werden. Nee, was soll ich da jetzt großen Märchen drumherum machen? Man ist halt der Betrieb oder das Gewerk, was mein Großvater gegründet hat, was mein Vater dann übernommen hat, also den Betrieb, den wir haben, will ich jetzt gar kein Märchen drumherum spannen. Mir macht sehr viel Spaß. Wahrscheinlich hätte mir, wenn sie Zimmermann geworden wären, wenn wir Zimmermanns Betrieb hätten, würde mir das auch Spaß machen. Aber nee, genau deswegen Stuckateur. Sophies Kabelkanal fragt, was überzeugt dich morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Ja, ich denke, das kann man, hatte ich auch schon mal in Instagram Stories gesagt gehabt, kann man auch sehr allgemein fürs Leben packen. Natürlich hat man immer Ziele. Natürlich ist nicht jeder Morgen gleich, aber ich muss sagen, dass ich ein sehr, sehr positiver Mensch bin, dass ich jeden ans Herz legen würde, an alle Sachen sehr, sehr positiv anzugehen, mit Optimismus und auch mit Dankbarkeit natürlich. Ich bin sehr, sehr dankbar, in den meisten Teilen gesund zu sein. Auch ich bin nicht hundertprozentig gesund. Zum Beispiel meine Hand, wisst ihr ja, war gebrochen, ist immer noch gebrochen. Ich bin auch nicht hundertprozentig. Kein Mensch ist, denke ich, hundertprozentig gesund. Aber zum Glück habe ich nichts Schlimmeres und auch in meinem Familienumkreis momentan nicht Schlimmeres, war aber auch schon anders in letzter Zeit. Und deswegen, und natürlich auch, falls, hoffe ich nicht, irgendwas bei euch im Umkreis sein sollte, mit Gesundheit ist natürlich immer das Wichtigste, versucht dankbar zu sein für die Zeit, die ihr habt. Das bin ich auf jeden Fall morgens und deswegen auch sehr motiviert, dann zur Arbeit gehen zu dürfen. Ich muss nicht auf die Arbeit, sondern ich gehe da sehr, sehr gerne hin, bin glücklich morgens gesund aufstehen zu dürfen. Und das ist so meine Motivation. So Leute, das war jetzt so die Fragen, die ich mir rausgepickt hatte. Waren noch nur sehr viele andere Fragen, die glaube ich nicht so viel Sinn gemacht hätten. Oder sich einfach auch oft gedoppelt haben, die Fragen, oder sehr, sehr ähnlich waren. Ihr Lieblingssong von Katy Perry. I Kissed a Girl wahrscheinlich. Oder wie heißt es? Das erste, nee, aber auch komplett, auch sehr, sehr crazy Frage. Also Leute, ich weiß manchmal, was ihr für Vorstellungen habt. Also ich beantworte sehr, sehr viel, aber hier sind auch teilweise sehr, sehr komische, intime Fragen, wo ich mir frage, weiß ich nicht, was das für eine Community ist teilweise.
Aber nee, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen hier reinmachen. Ich kann es sehr gerne nochmal machen, wenn ihr hier Fragen habt und so weiter. Versuche ich die euch natürlich auch immer zu beantworten. Vielen Dank auch wieder an Atlas, die das ganze Video hier unterstützt haben, die mich sowieso sehr, sehr unterstützen, die mir sehr, sehr große Hilfe sind in meiner Arbeit. Cap auch, wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video.